Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Paranormale Phänomene. Ja, es geht weiter mit Tyrese und seiner Family. Letztes Mal waren wir ja mit Jadis bei der Arbeit und ja, mal schauen, was wir dieses Mal alles so erleben. Tyrese sitzt auf jeden Fall jetzt erstmal hier dran und isst. Und mit ihm habe ich vor, eigentlich sein Bestreben weiter voranzutreiben. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal. Ja, lass es dir schmecken, mein Guter. Oh, wow. Hey, Eileen, ich bin's, Gaidri. Wie wär's mit einer Verabredung? What? Warum denn das? Hab ich was verpasst? Pause. Oh mein Gott. Oh. Nein. Wann ist das passiert? Leute, ich bin sprachlos. Die hat was mit Gaidri angefangen. Ich bin platt. War das, als wir vielleicht mit Jadis bei der Arbeit waren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Hammer. Echt Hammer. Das ist auch schon... Es tut mir leid, du kannst leider jetzt nicht hier, weil du musst gleich los. Deswegen gehst du gleich mal hier hin. Jawohl, Gärtner kommt. Oh, du solltest vielleicht mal fleißig arbeiten. Und ich hoffe, unsere Eileen geht dann auch zum Unterricht. Denn sie hat jetzt dann gleich... bitte, 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 geh zum Unterricht. Sehr schön. Was musst denn du machen? Präsentation halten. Das heißt, wir werden uns Notizen machen. So, dann kümmern wir uns mal hier um diesen... Alles verkaufen, bitte. Und ich hoffe, das gilt dann auch für das hier. Und dann werden wir hier... So weiterentwickeln. Das ist ja nice. Machen wir hier einen Mega-Verkauf. Und... Hier dann auch. Und dann kümmern wir uns noch um die Bienchen. Ja. Habe ich hier Lehrer zuhören? Genau. Im Angesicht des Sturms. Als das Team von Jonathan auf einer Überwachungsfahrt auf dem Meer unterwegs ist, ziehen dunkle Wolken am Horizont auf. Die Crew ist der Meinung, dass sie das Unwetter umschiffen können. Aber der Wind wird bereits stärker. Dann fahren wir zurück. Oh, klein. Okay, man kann nicht immer alles richtig machen. Könntest du mal die Wäsche machen und in die Waschmaschine stecken, bitte? Was war das? Wieso haben wir Kohle gekriegt? Habe ich was verpasst? Kommt das wegen dem Staubroboter? Irgendwas? Ich habe keinen Plan. Halt, Jadis! Hier! Wäsche waschen! Hallo? Tyrese, genau. Hattest du jetzt das mit den Bienchen gemacht? Nein, lass das mal. Wie kommst denn du jetzt hier rein? Könntest du bitte gehen? Der will jetzt nicht ernsthaft bei uns hier Fernseher klotzen. Also ich schließe jetzt auch die Tür ab. Weil, das will ich eigentlich gar nicht.
Zutritt gestatten für Angestellte. So. Es dürfte da eigentlich nicht zu uns reinkommen können. Können wir dich? Los, verschwind. Bist du eigentlich zu uns in den Garten gekommen? Ach so, es geht nicht. Der kann jetzt gar nicht mehr rein. Dann machen wir das so. Jetzt ist er weg. Das geht ja mal gar nicht. Kommt hier rein, du. Und, oh, unser Hausmädchen. Haben wir was für dich? Bin gespannt, was die jetzt treibt. Wahrscheinlich wird sie putzen, ne? Okay, Therese, eigentlich war ich ja bei dir und, Garten pflegen. Ich glaube, unsere Gärtnerin, die hat nicht viel gemacht, oder? Ey, bist du wieder da? Ich gar nicht mitgekriegt. Magst du mal was essen gehen und dann lass mal gucken? Wir haben Donnerstag, das heißt, du müsstest dann nochmal Hausarbeit erledigen. 13:30 Uhr. Naja, dann ist jetzt mal was und dann. Oh nee, wir haben nichts mehr zu erledigen. Das heißt, sie müsste dann heute wirklich noch lernen, weil sie morgen Prüfung hat. Ja. Ich weiß nicht, was mit diesem Scheißbild hier los ist, aber irgendwie sind die verbuggt hier. Habt ihr das auch? Schaut euch das an. Das geht immer wieder aus. Ich weiß nicht, was das soll. Mensch. So, Dile. Wie sieht's denn bei dir jetzt eigentlich mit deinem Bestreben aus? Oh, wird immer nur so viel. Echt jetzt? Können wir das mal auf Blopsy anbieten? Das dann auch mal. Vielleicht kauft es ja jemand. Wir haben hier echt nichts mehr. Hat nicht noch einer hier ein schönes Bild gemalt oder so? Wir hatten hier angefangen. Du warst es. Das machst du auch fertig. Dann gucken wir mal oben, ob es oben auch noch ein Bild hat. Wir haben ja hier drei Staffeln. Nein, hier hat es keins. Ist unsere Haushälterin eigentlich noch da? Die saugt sich hier den Wolf ab. Bin mal gespannt, wie lange sie saugt. Was hast du jetzt unten gemacht? Echt jetzt? Du kamst unten vom Keller. Was macht denn die jetzt? Okay, ich habe nicht gewusst, dass das dreckig ist. Wow, Tyrese, das ist ja toll. Sollst du dieses Gemälde fortsetzen? Und Chloe ruft an. Nein, wir wollen jetzt nicht zu dir rüberkommen. Wir müssen hier noch unsere Sachen erledigen. Echt jetzt? Geht nicht. Therese muss hier auch noch ein bisschen was erledigen. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das? Lehmhände. Nur zur Deko. Oh, haben wir was bekommen? Wahnsinn. Fotos haben wir auch noch. So, du gehst hoffentlich. Jawohl. Sehr schön. Was machst denn du hier? Ja, geh mal bitte. So, jetzt kann Tyrese. Oh, guck mal. Das ist gut. Das ist echt gut. Dann kriegt er vielleicht so doch noch das Bestreben hin. Obwohl das wirklich schön war, das Bild, ne? Ja, muss. Was war denn das für eins? Großes, abstraktes Gemälde. Naja, dann malt Jettys halt noch mal eins. Jettys kann ja hier einiges malen.
Ja, auf alle Fälle. Haben wir eigentlich noch Wäsche zu machen? Oben vielleicht noch. Da haben wir ja auch noch so einen Wäschekorb. Guck mal, mein Süßer, du könntest mal hier Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Lassen dich mal hier jetzt ein bisschen noch was tun. Wir schauen mal. Aber ich glaube, ja, ich rück immer näher. Oh Mann. Oh. Oh, Zilnoy. What? Was gibt denn das? Ein Ja, komm. Apfelmännchen. Okay. Wir warten mal ab, was das werden soll. Und genau, Tavis, mach mal die Wäsche. Jetzt saugt die schon wieder. Wenn wir nicht aufpassen, übernachtet die noch bei uns hier, echt? So, Wäsche waschen. Ja, Therese, das tut mir leid, aber es geht nicht anders. Oh, guck mal. Und dann Glockenblumen ernten. Das können wir ja hier auch machen. Das ist ja mal cool. Tut mir leid auf deine alten Tage, aber ich hätte gern das mit dir das Bestreben abgeschlossen. So richtig. Oh, cool. Und da hängt leider nichts mehr dran, aber hier. Oh, Linienpflanze gibt es hier auch. Das ist ja mal mega. Ist hier noch was? Nope. No. Hier hat es nichts. Dann schauen wir mal hier. Oh, guck mal. Graben. Ernten. Oh, Ernten. Nochmal was zum Graben. Tut mir leid, Therese, da musst du jetzt durch. Ja. So, Therese, der. Was machst du mit dem Kleinen? Guck mal, der hat überhaupt keinen Hunger. Rauslassen. Echt jetzt? Du gibst ihm was zum Essen, ohne dass er hungert. Guck mal, der muss mal eher aufs Töpfchen. Mann, Mann, Mann. Das arme Kind. Und Spaß braucht er auch. Löschen jetzt runter. Hallo. Der träumt vor sich hin. Echt? So. Kleiner, auf, schnell aufs Töpfchen. Ja. Daddy ist halt wieder so komisch. Genau. Nimm dir mal was zum Essen. Tja, wie singt? So, wenn der auf dem Töpfchen war, soll er mal hier ein bisschen im Kugelbad spielen. Und wir gehen jetzt mal hier zu Tyrese. So singst du jetzt? Therese, alles in Ordnung bei dir? Er singt, er trällert vor sich hin. Hier hat's nichts mehr. Wir waren hier schon, gehen wir ab nach Hause. So, komm mal her, Therese. Oh, und du musst schon wieder was essen. Dann nimm dir mal die Reste und wir schauen mal in dein Inventar. Oh, guck mal hier. Das können wir doch verkaufen. Ist zwar nicht so viel, aber immerhin. Wer ruft an? Clemens Frost, entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe gehört, was für ein toller Sim du bist. Wie wäre es mit einer großzügigen Spende für einen wohltätigen Zweck? Da wir eh so viel Geld haben. Spenden wir. Wohltätige Zweck. Das traue ich Therese auch zu, dass er das macht, denn er hat ja schon einiges miterlebt und deswegen würde er das auch tun. Ja.
Dann schauen wir mal, was wir aus den Kisten hier noch rauskriegen. Und der Kleine, der geht jetzt endlich hier spielen, bissle. Ja, 7:30 abends. Naja. So, Tyrese kommt dann zum Essen. Was macht Jadis? Hat Jadis sich eigentlich letztes Mal hier was rausgesucht? Weiß ich nicht. Du müsstest mal ganz dringend duschen. Und hier gucken wir mal. Oh nee, hat sie nicht. Okay. Vielleicht. Donnerstag 21:30 Uhr. Das könnten wir eigentlich machen. Wir machen nochmal so eine leichte. Und dann soll sie mal noch was essen gehen davor. Und die muss dann lernen, ganz dringend. Was für Kurse muss sie denn lernen? Ich brauche jetzt mal Pause hier. Ich muss mal gucken, weil sie macht Prüfung morgen. Und zwar Anatomie für Anfänger und Tatortbaum. Okay. Also. So. Lernen. Anatomie für Anfänger und lernen das hier. So. Ich hoffe, das kriegt sie hin und bricht mir es nicht wieder ab. Ja, Jettys Essen. Jonathan geht's gut. Dann könnte der mal bringen, zu Trockner hinzufügen. Ja. Weil die ist noch klitschnass, das nützt also auch nichts, wenn wir die abhängen. So, Wäsche trocknen. Dankeschön. Oh nein, da können wir nicht rein. Jettis zieht sich am laufenden Band um. Wie nett. Sie hat tatsächlich ein Apfelmännchen gemalt. Okay. So, der kleine Mann dürfte dann schlafen gehen. Ja, die schicken wir dann schlafen. Was denn du? Du gerade ein Ständchen gesungen. Ja, wir wollen das an ein Dings verkaufen. Und, guck mal hier. Verkauft das auch mal. Wir kriegen es echt noch hin hier. Mal gucken, ob. Sharpest Hat sie dich stehen lassen? Sorry, ich hab's nicht gerafft, dass du gerade ein Ständchen singst. Oh. Oh, willst du was aufwischen? Ach, guck mal, kannst du Taschen durchsuchen und dann Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Therese, wie wär's, wenn du aufs Klo gehst und dann mal schlafen? Ja, ich würde. Wir gehen. Okay, wir gehen noch mal mit. Oha, wir sind in einem anderen Haus, wie man sieht. Okay. Er sieht nicht glücklich aus. Echt nicht. Okay. Was erzählst du uns? Kriegen wir wieder Hinweise? So. Hast du das gehört? Ich schwöre, hier ist irgendwas. Ich wurde verfolgt. Echt jetzt.
Ich glaube, ich habe etwas Seltsames in einem der anderen Zimmer gesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Müssen wir jetzt... hier anklopfen und mal da reingehen? Müssen wir mal schauen. Okay, bin ich jetzt bescheuert oder fehlt da die Treppe? Nee, da sieht man sie. Also ich sehe hier rein gar nichts bis jetzt. Oh, hier. Gruselige Puppe entfernen, das machen wir jetzt ganz schnell. Aber sowas von. Bin mir jetzt nicht sicher, ob hier... jetzt ist die Treppe wieder da. Da. So. Wunderbar. Echt jetzt? Ihr habt so... Nähdetails, das ist ja mal voll furchtbar. Säubern? Die geht jetzt und säubert hier. Oh mein Gott. Wir müssen gucken, ob hier in dem Haus vielleicht auch noch Furchtbares passiert. Wieso schrubbt die jetzt hier? Bitteschön. Vielleicht solltest du mal hier einen Sears-Kreis erstellen. Das wäre doch mal was. Auf, Chattys, komm. Dann führ mal eine Zeremonie durch. Oh mein Gott, springt schon umher. Ist da oben vielleicht jetzt auch was? Außer viel Schmutz wahrscheinlich nichts. Ich sehe nichts. Müsste ja dann alles hier unten wahrscheinlich hier sich abspielen. Wir sind gespannt. Ich würde auch mal gern in ein Haus gehen wollen. Nicht bloß immer in den Apartments. Da unten laufen nur Leute. Also auch nichts Weltbewegendes. Ja. Ich sehe nichts. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Okay. Entweder die haben ihren Strom nicht gezahlt oder es kommt jetzt hier doch gleich was. Lene ist wach. Auf der Terrasse ist nichts. Wir müssen hier alles beobachten. Chattys macht halt. Jetzt singt sie wieder. Echt jetzt? Genau, spür mal das hier noch und dann ja, machen wir hier einfach mal jetzt. Kamen diese Hände aus dem Boden einfach so aus der blanken... Was? Was für Hände? Moment. What? Was sind das für Dinger? Okay. Kamen diese Hände aus dem Boden einfach so aus der blanken Erde? Zeitsmeldung. Okay. Wo sind hier Hände?
Bin ich bekloppt? Ich sehe hier keine Hände. Entweder bin ich blind oder ich weiß es nicht. Ich habe hier nichts gesehen. Oh, was fürchtest du dich? Hier ist nichts, singt sie wieder. Was machst du? Jetzt put. Hier ist nichts. Aufwischen. Ich will hier nichts, aber ich glaube, das ist wirklich nur da draußen, dass hier in den Räumen wirklich nichts ist. Oh Gott, die verkriecht sich vor lauter Angst, oh mein Gott. Er kriegt nichts mit, er pennt. Die zwei können nicht schlafen. Ja, beschwert euch. Zeremonie durchführen. Du brauchst jetzt auch nichts zum Essen machen. Mach deine Zeremonie, damit es dann noch besser wird. Sorry, ich brauche ein wie sie sich verkrochen hat. Aber ich sehe hier nichts. Also im Haus ist tatsächlich nichts. Es müsste ja dann alles nur sich hier draußen abspielen. Und das Licht flackert schon wieder. Echt jetzt? Oh, das sieht echt. Da hätte ich aber auch Schiss, wenn das so flackern würde. Oh mein Gott. Chaddies. Da sitzt sie. Da sitzt sie. So. Weil ich hätte gern jetzt. Oh. Jetzt habe ich es bestimmt verpasst. Es sieht ja mal heiß aus. Ihr Gesichtsausdruck, Leute. Mega, oder? Ich hab's getötet. Ich hab's niedergemacht. Jawohl. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Also kommt hier doch irgendwas rein. Vielleicht hätte ich das letztes Mal auch schon machen sollen. Gibt's hier sonst noch was zu tun? Könnten wir hier noch was erledigen? Jetzt steht sie dran. Ist das die gängige Praxis eines paranormalen Ermittlers? Ja. Eigentlich schon, denke ich. Keine Ahnung. Wir geben unser Bestes hier. Hallo? Achso, Chaddies. Wir können mal mit der Hingeschiedenen vielleicht kommunizieren. Vielleicht bringt das was. Vielleicht sagen die uns, was sie auf dem Herzen haben. Ja. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Wird schon schief gehen. Aber ein Geist sicher in der Hinsicht nicht, dass der hier ist. Es kommen halt wirklich nur die Puppen und so und ja. Oh.
Schon wieder so, Jedis, du hebst gleich ab, oder was? Ja, das war ein komisches Geräusch. Ich hab's auch gehört. Oh mein Gott! Jedis! Schnell, die kriegt sich nicht mehr. Guck dir das an, die hat Schiss hier. So. Ein Bild noch kurz. Jawohl. Nach dem Arbeitstag werde ich den Part beenden, denn ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Und ich muss das ja dann für euch dann immer so kürzen, dass es passt. Okay. Auftrag abgeschlossen. Gute Arbeit, Ermittlerin. Der Frieden wurde wiederhergestellt. Fürs Erste. Du hast Simoleons verdient. Du hast außerdem ein Belohnungsobjekt verdient. Ja, wir gehen nach Hause. So, meine Lieben, wir sind zu Hause angekommen und Jadis geht jetzt mal rein. Ich hoffe, Eileen, die lernt noch. Sehr schön, so lieb ich das. Ich werde sie gleich mal anheißen, dass sie noch mehr lernt. Nee, sie lernt gar nicht. Die surft im Internet. Ey, du Nudel! So war das ja nicht gedacht. Lernen für die Prüfung hier, aber Flotti Karotti. Ja. Ich mache jetzt hier noch kurz ein Bild, wie sie lernt. Und jetzt beende ich den Part. Lasst es hier so stehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein. Nächstes Mal schicken wir dann Jadis mal alleine los zur Arbeit und kümmern uns mal hier ein bisschen um die anderen. Ich hoffe, Therese bleibt noch ein, zwei Folgen unter uns. Das wäre so wünschenswert. Wir werden sehen, wie das wird. In der Videobeschreibung sind wie immer ein paar Links. Schaut mal bei den YouTubern vorbei und vielleicht auch bei den Discord-Servern. Wir freuen uns immer. Ich kann jetzt nur noch sagen, bleibt gesund. Wir hören uns das nächste Mal. Bis denne. Tschüssi.